Bereit? Wo wollen wir hin? Dieses Mal musst du mir vertrauen. Okay, wo fahren wir hin? Weißt du, was hier abgebaut wurde, überall in der Gegend? Ja, Quecksilber oder sowas. Genau, Zinnober, man extrahierte Quecksilber daraus. Viele Leute dachten, es wären Gold- oder Silberminen. Aber das stimmt nicht. Im frühen 20. Jahrhundert war Zinnober wertvoller als Gold. Zum Betreiben einer Mine braucht man TNT für Erweiterung, neue Tunnel, um Höhlen frei zu machen und so weiter. Und um TNT besitzen zu dürfen, musste man sich im Bezirk registrieren und Zweitschlüssel für die Aufbewahrungskisten hinterlegen. Warte, das Bezirksgericht, wo zum Teufel ist das? Ich dachte, das weißt du. Das ist im alten Bundesgebäude. Im alten Bundesgebäude? Das in Sherman's Camp. Scheiße, Mike. Was zum Teufel? Du hast gesagt, du setzt nie wieder einen Fuß dorthin. Ach ja, ich erinnere mich nicht. Du warst betrunken, direkt nachdem Joe getötet wurde. Hab ich dir gesagt, warum? Nein. Hier! Bieg hier rechts ab! Das ist es! Mike, da wird es vor Freaks nur so wimmeln. Das ist keine gute Idee. Das Wetter hält, wird schon gut gehen. Okay, das da? Das ist das alte Bundesgebäude. Da wollen wir hin. Lass uns Ärger möglichst vermeiden. Bleib von den Häusern weg. Das sagst du? Wir müssen da lang. Wo wollen wir hin? Folge mir einfach. Den Schlüssel hat der Commissioner. Und du weißt, wo der ist, wo seine Leiche ist? Ja, ich denke schon. Weißt du, was hier passiert ist? Ja, alle wurden getötet. Frauen, Männer, Kinder. Nur wenige konnten entkommen. Und du warst einer davon, oder? Nur zwei entkamen. Nora und ich. Aber nicht die Freaks haben alle ausgelöscht. Wie meinst du das? Hier. Oh je. Oh mein Gott. Was zum Teufel, Mike? Nach zwei Wochen hatten wir keine Munition mehr. Es gab einen Waffenstillstand. Ein Treffen. Genau hier. Oh, wir wussten, was kommt. Wir wussten, was kommt und waren vorbereitet. Ein Kampf. Es war nur kurz. Aber heftig. Sie hatten doch noch etwas Munition und verdammt. Du siehst ja, was sie getan haben. Wie ich sagte, zwei Leute verließen die Stadt, als alles erledigt war. Und manchmal wünschte ich, ich wäre nicht einer von ihnen. Der Commissioner ist der Typ im Anzug. Hol den Schlüssel, damit wir verschwinden können. War er also beteiligt an diesem Mord? Scheißegal. Du hast mich hergebracht. Du hast mich hergebracht, damit ich das hier sehe. Falsch. Hast du den Schlüssel? Wir holen uns die Karten von den Minen, so wie geplant, und damit finden wir mehr als genug TNT, um jede Höhle im Tal dicht zu machen. Bullshit. Mit einer Sache hast du recht. Ich find's gut, dass du's gesehen hast. Ich kann dir nicht folgen, Mike. Ich rede über den kommenden Krieg mit den Rippern. Der, auf den Schizo so heiß ist. Glaubst du, ihn interessiert, wer stirbt, Freund oder Feind? Schon gut. Komm, legen wir los. Da ist die Tür. Hier ist alles verrammelt. Fest verriegelt.
Komm schon, wir müssen den Weg nach oben finden. Riecht, als wäre hier was gestorben. Krabbler. Ja, ich riech's. Schöne Scheiße. Ich habe Kinder nie gemocht, die haben mich immer genervt. Das war immer ein Streitpunkt zwischen mir und Elizabeth. Gott hab sie selig. Du magst keine Kinder. Wow, und ich dachte, du magst jeden. Fast niemanden. Aber ich toleriere die meisten. Sogar Drifter, Klugscheißer. Komm schon! Okay, gut. Das war's dann. Jetzt haben wir Karten zu jeder Mine im Bezirk und wissen, wo ihr Dynamit ist. Okay, dann los. Hörst du das? Das klingt nach Alter. Und erwartest du vielleicht jemanden? Nein. Kann ich mich auf dich verlassen? Hey, ich fange nicht deinen Ärger an, aber ich bring's zu Ende, wenn's sein muss. Bleib hinter mir. Hey, ich kann auf mich selbst aufpassen. Klar kannst du das, aber weißt du noch letztes Mal, als wir hier draußen waren? Ja, wie gesagt, ich bleibe hinter dir. Mal schauen, ob ich für die ersten Schüsse, ob das besser wäre. Da kommen welche! Ich bin getroffen! Das waren alle. Gehen wir. Bin hinter dir. Ja, rennt halt einfach raus, oder? Bleib unten. Ich mach das. Freaks. Die locken noch die ganze verdammte Stadt zu. Ich mach das. Die sind tot. Warum läuft der da vorne? Komm schon. Geht's noch, alter Mann? Oh ja, ich bin direkt hinter dir. Na, so ein Scharfschütze natürlich. Da oben. Sorry, ich komme. Das sind die Bikes. Komm schon. Thank you.
erwischt! Was, zu weit weg von Mike? Sehe ich es gerade nicht. Ich war kurz verwirrt. Ich komm. Ziel. Verdammt. Lass mich weg. Lass mich weg. Ich kam jetzt nicht mehr weg. Es waren dann doch ein paar zu viel. Aber nur ein paar. Komm schon. Ich sehe sie. Mike, lauf da nicht. Hallo. Wo zum Teufel willst du hin? Sorry, ich komme. Das war ein Angriff. Oh, super. Was ein Chaos! Jetzt weißt du, warum niemand Shermans Camp betritt. Wenn Eddie rausfindet, dass wir hier unseren Arsch riskieren, dann wird sie sauer sein. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Von mir nicht. Ja, alles gut, oder? Müssen wir jetzt los, oder was ist los? Na also. Also wegen der Ripper. Warum wolltest du, dass ich den Scheiß sehe? Weißt du, Dick, du erinnerst mich ein bisschen an mich. Von früher. Wie das? Mir ist alles scheißegal. Du sorgst dich um deinen Freund, willst nicht, dass er stirbt. Aber um mich, um irgendjemand anderen auf diesem Planeten. Ich glaube nicht. Wer sich sorgt, der stirbt. Ja, das stimmt. Aber weißt du was? Wer es nicht tut, stirbt ebenso leicht. Auch die guten Leute aus Sherman's Camp haben sich irgendwann nur noch um sich selbst gekümmert. Es ist leicht, jemanden zu töten, wenn er nur ein Stück Fleisch ist, das einem im Wege steht. Skizo will die Ripper töten, weil er glaubt, dass sie nicht mehr menschlich sind. Sie zählen nicht. Sie sind keine Menschen. Stehen ihm im Weg. Tja, ich glaube diesen Scheiß nicht. Ich lasse das nicht zu. Weißt du, Skizo, er fragt sich, warum ich Pazifist bin. Also, so nennt er mich gar nicht. Glaubt, dass ich noch alle draufgehen lasse. Tust du das? Mike, lässt du alle draufgehen? Freaks wird es nicht ewig geben. Und wenn sie weg sind, dann brauchen wir ein paar Leute hier, die beim Aufräumen helfen. Hey, hör zu. Hey. Ich mag Carlos und seine Ripper nicht, genauso wenig wie Tucker oder Copeland und seine verdammten Trucer, klar? Aber hey, hör zu. Es ist so, Deke. Ich schlag mich nicht darum ein,
von ihnen zu töten. Ich habe genug getötet. Auch wenn Carlos Ärger macht? Ich halte Wort. So viel ist sicher. Kann ich mich auf dich verlassen? Natürlich. So, uns fehlen hier noch 5000 Punkte, circa. Ja, alle Tatdinge, ja. Das denke ich mir, das sind so eine Apokalypse, da geht's dann heiß her. So. Nein, Mike, darauf würde ich nicht wetten. Dein Waffenstillstand hält nicht. Ja, ausnahmsweise gebe ich Skizzo recht. Die Ripper, das sind keine Menschen. Nicht mehr. Na, ich glaub's auch nicht. Also die Ripper, die sind einfach nur noch wahnsinnig. Sehr gut. Yep, sehr schön. Gut. Na dann. Hey, mach's gut. Das Schöne ist, dass kein Sprit verbraucht wird während der Story. Ist ganz egal, wo du hinfährst. Okay. Das ist unser nächstes Ding hier. Fahre zur Position. Okay. Springen zum Ich frag mich, wie es Boozer geht. Ich sollte vielleicht mal nach ihm sehen. Nee, ich jetzt hoffe, sind wir gerade losgefahren. Ich könnte Hilfe brauchen? Was? Kid St. John, hier spricht Lost Lake. Kommen. Ja, Mike, hier ist Dick. Ich hab gehört, du hättest Shane Riley, doch als ich ihn verhören wollte, war er nicht da. Mike, ich wollte ihn euch bringen, ehrlich, aber er hat sich wie ein Wahnsinniger gewehrt und er ließ mir einfach keine andere Wahl, Mike. Echt nicht. Du weißt noch, was ich sagte, wie wir die Dinge hier regeln. Ja, Mike, weiß ich noch. Los, Lake, Ende. Danke, Ricky. Ups. Wolf. Dick, es ist dringend. Ricky, was ist los? Der Kerl, den wir suchen, Eric Lynch, der Campbell und Reed ermordet hat. Auf der Farm. Der Lynchman. So ein Mistkerl. Weißt du, wo er ist? Ja, er ist am Nordufer bei der alten Bootsrampe. Skizzo wollte hinter ihm her, aber Iron Mike wollte dich. Ich krieg ihn schon. Danke, Dick. Mach schnell. Oh Mann. Okay, wir haben jetzt drei Positionen, wo wir hinfahren sollen. Da fahren wir jetzt hin. Ich weiß bloß nicht, warum hier kein Weg hin angezeigt wird. Aber ist ja egal. Captain Corey! Wo ist Captain Corey? Oh Mann. Sie müssen ihn anfunken! Mann, der Außenposten wird angegriffen! Corporal, wir müssen weg! Wir müssen weg hier! Corporal, hier sind noch mehr! Corporal! Die Miliz. Was zum Teufel?
O'Brien, ich bin bei einem deiner Signaltürme, der beim Rogue Camp. Drifter, St. John, meine ich. Verstanden. Was soll ich hier? Ich werde... Ein Heli ist bereits zu dir unterwegs. Sei bereit. O'Brien, Ende. Ah, deshalb bin ich hier. Ja, wieder eine Sneaker-Mission. St. John, sie sollten längst bei dir aufgetaucht sein. Siehst du sie? Ja, die sind schwer zu übersehen. Was soll ich jetzt tun? Bleib an dem Forscher dran. Denk dran, wenn du nicht in Reichweite bist, kann ich die Daten nicht abgreifen. Ja, okay, ich hab's verstanden. Okay. Diesmal musst du einen ihrer Helis mit einem Peilsender versehen. Den Hubschrauber. Ich weiß, was ein Heli ist, O'Brien. Gut, okay. Wir können die Daten hochladen, sobald du nah genug bist. O'Brien, Ende. Also, was zum Teufel treibt ihr hier draußen, hä? Wolltet ihr nur mal kurz anhalten und euren Tank auffüllen, hä? Falls ihr das Schild nicht gesehen habt, kein Benzin. Nein, ich glaube, ihr habt ein ganz anderes Problem, oder? So. Vor allem, dass die immer ihren Heli anlassen, ne? Immer sprungbereit. Ich reite Sprit für den Rückweg. Einmal zur Hölle und zurück in einem Tag. Sprit ist unser kleines Problem. Das ist die Frage, wie komme ich da hin? Was zur Hölle machen wir hier draußen? Was man dir sagt, jetzt mach's gut. Denke mal an die Mauer. Scheiße, das dauert ja ewig. Okay. Keine Ahnung. Ich platziere den Peilsender am Heli. Und schon, Leute, ich muss hier weg. Weißt du, wie spät es ist? Sie dürfen mich nicht sehen. Okay, die gehen gerade hinter. Dauert das wohl noch. Woher soll ich das wissen? Wir verschwinden, wenn der Doc fertig ist. Gott, ich hasse den Scheiß. Ja. Alles klar. O'Brien, der Sender ist bereit. Du müsstest sein Signal empfangen. Hat zu regnen. Verstanden. Warte. Ja, wir empfangen es laut und deutlich. O'Brien, Ende. Laut und deutlich? Ja, gern geschehen, O'Brien. Was? 140 Meter? Wo soll ich denn da hin? Ist da noch ein anderer Punkt? Verdammt, das habe ich jetzt übersehen.